Ich war gestern in Frankfurt bei Judas Priest, Saxon und Uriah Heep. Und lohnt sich dieses Package? Lohnt es sich, auf diese Tour zu gehen? Oder sollten die alten Herren langsam mal ans Aufhören denken? Finden wir es heraus. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Bericht hier bei Todgehört TV. Ich bin Adrian und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie eingangs gesagt, war ich in der Frankfurter Festhalle und habe mir Judas Priest, Saxon und Uriah Heep angeschaut. Der Karte, die jetzt hier schon gefühlt fast ein Jahr rumhing, das Konzert war ja dann doch relativ schnell ausverkauft und ich war relativ früh dran, mir die Karte zu holen, zum Glück. Und man hat auch gesehen, es war sehr, sehr voll. Auch wenn ich in der Nähe von Frankfurt wohne, die Festhalle gehört nun wirklich nicht zu meinen Lieblingskonzert-Locations. Ich gehe wirklich nur hin, wenn ich muss. Man merkt schon auf dem Weg dahin, dass die U-Bahn, die Straßenbahn immer voller werden. Aktuell wegen den Schulferien sind mal wieder auch Bauarbeiten an der U-Bahn. Das heißt, nicht alle U-Bahnen sind gefahren. Das heißt, die verfügbaren Verkehrsmittel waren noch voller als sonst. Und ja, der Halleneingang ist auch auf der anderen Seite von der Hallestelle. Das heißt, man kann sich in einem schönen Tross zusammen zur Halleneingang pressen. Ja, und läuft dann haufenweise Leuten vorbei, die eben noch Essen, Getränke oder Bootleg-Merchandise verkaufen wollen. Was sicherlich kein schlechtes Geschäft ist, denn nachdem man sich über den großen Platz, den Einlass, wo es relativ viele Schleusen gibt, also man kommt relativ schnell in die Festhalle, dann reingekämpft hat, stößt man auf einen Merchandise-Stand, der einem fast die Augen aus dem Kopf haut, weil wir sind mittlerweile bei T-Shirt-Preisen, die jenseits von Gut und Böse sind. Ich meine, ich glaube, das erste Mal war ich in der Festhalle 2003, da war Wrestling, da habe ich mir WWE angeguckt, so. Und da gab es auch schon extrem teure T-Shirts, so 30 Euro. Jetzt allerdings sind wir bei 45 Euro für ein Tour-T-Shirt. Ach du heilige Scheiße. Und glaubst du, so Pulli, so Zipper oder so, die kosten inzwischen über 80, fast 90 Euro. Wo ist man nur gelandet? Also, ja, ich weiß, erhöhte Produktionskosten hin oder her, Lieferkettenprobleme, was auch immer. Aber diese Preise, nee, also das mache ich nicht mehr mit. Also, ich glaube, ich habe jetzt schon vor Jahren aufgehört, mir solche Tour-Shirts dann zu kaufen bei solchen Touren. Ich bin auch überhaupt kein Fan eigentlich von diesen übertrieben großen Hallen. Die Festhalle finde ich auch nicht besonders gut aufgeteilt. Gerade mal ankam, musst du aufs Klo, stehst du erstmal in so einem Ross, der sich langsam die Treppe runter zur Toilette schlängelt und dann sich immer weiter abzweigt, je nachdem, welche Toilette gerade frei ist. Und dann wieder auch raus auf dem gleichen Weg mit dem Händewaschen. Und so. Es ist nicht schön. Beim Bier hat man dann auch irgendwann ewig gestanden. Da hat eine Umbaupause kaum gereicht. Also das war schon teilweise echt nicht mehr schön. Allerdings muss ich sagen, ich kann es verstehen. Das Package ist super attraktiv. Uriah Heep, Saxon, Judas Priest, das sind drei große Namen. Also ich meine, jede von denen könnte eine Headliner-Tour machen. Sagen wir so, nicht jeder alleine könnte in der Festhalle spielen, das muss man auch sehen. Als ich zuletzt Judas Priest gesehen habe, das war glaube ich vor 2 Jahren, haben sie in der Jahrhunderthalle gespielt. Das ist eine etwas kleinere Halle in Frankfurt. Nichtsdestotrotz finde ich sie persönlich schöner, weil die Raumaufteilung besser ist, die Wege sind leichter erreichbar. Ist aber auch ein ganz anderes Thema. So, wie gesagt, erste Band, Uriah Heep, gibt es jetzt auch schon seit 55 Jahren, absoluter Wahnsinn. Eigentlich auch nur noch ein Gründungsmitglied mit dabei, Mike Box, der Gitarrist. Den habe ich auch schon mal in der Jahrhunderthalle gesehen. Haben sie auch schon mal mit Nazareth zusammengespielt in Wishbone Ash. Auch ein tolles Konzert. Aber ich sag mal so, bei diesen Bands ist es schon fast egal, wer Gründungsmitglied ist und wer nicht. Ich meine, Bernie Shaw, der Sänger, ich finde, der ist so ein charismatischer und gut gelaunter Sänger. Da hat er einfach mal Bock mitzumachen, wenn der was macht. Wenn der versucht da auf Deutsch eine Ansage zu machen, die gar nicht mal so schlecht klingt. Das klingt gar nicht mal so kacke. Man merkt so, okay, das hast du wahrscheinlich vorher auswendig gelernt, aber das klingt gut. Das machst du gar nicht mal schlecht, diese deutschen Ansagen vorneweg. Da hat er einen direkt, ne? Ein sehr, sehr charmanter Kerl. Und der ist jetzt auch schon so lange bei Uriah Heep Sänger, wie ich am Leben bin. Also das ist absoluter Wahnsinn. Und dafür, dass die auch alle jetzt hier um die 70 oder auch über 70 sind, absoluter Wahnsinn, was die da abfeuern. Auch sagen, bei Uriah Heep, ich bin nicht der größte Connoisseur, wenn es um Uriah Heep geht. Ich kenne mich nicht gut aus. Ich kenne die Hits. Die haben auch die Hits gespielt. So gegen Ende kamen sie. Gypsy, Easy Living. Lady in Black natürlich auch. Das
und was soll ich sagen? Das ist halt das, was man hören will. Gerade so ein schmissiger Zeug hier wie Easy Living, das geht auch richtig gut runter. Da war auch richtig Party. Aber auch man muss auch sagen, auch am Anfang, es waren einige Knaller mit dabei, die sie abgefeuert haben. Und wie gesagt, es sind auch immer neuere Sachen mit dabei, auch ältere. Ich bin, wie gesagt, echt nicht gut vertraut mit Uriah Heep, gebe ich ganz offen zu. Aber trotzdem hat es mich mitgerissen und das finde ich immer ziemlich cool bei so einer Band. Wenn auch Sachen, Songs, die du eigentlich gar nicht so im Ohr hast, trotzdem bei einem wirken. Man hat auch gemerkt, die Leute hatten richtig Bock. Es war schon richtig voll am Anfang, als die Band gespielt hat. Das hat mir echt gut gefallen. Also Uriah Heep, auf jeden Fall beide Daumen nach oben. Ja, dann war es eine halbe Stunde Umbaupause, was immer ganz gut ist. Wie gesagt, haben wir ein bisschen länger am Bier angestanden, bis es dann mal nicht voranging. Klar, wenn da mal Fasswechsel ist oder so am Bierstand, dauert es erst recht lang. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich finde das ganz nett. Und wenn es sich dann draußen auch so ein bisschen verteilt und wenn man ein bisschen Luft zum Atmen hat, ist es ja eigentlich auch okay. Ansonsten drängt es sich halt immer sehr, sehr stark in dieser Halle. Und wir haben uns auch versucht, meistens so von der rechten Seite irgendwie reinzusneaken. Ist gar nicht mal so leicht, da gut nach vorne zu kommen. Und ja, aber Saxon ist auch einfach, Saxon ist eine Macht. Die Band gibt es jetzt auch schon, ja, wenn man die Vorgängerband mit reinzählt, wahrscheinlich auch so um die 50 Jahre. Biff Byford ist jetzt auch schon Mitte 70. Er ist älter als Rob Halford, aber ich finde, der wirkt noch irgendwie agiler auf der Bühne. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er älter ist. Ich muss das extra nochmal nachgucken. Nee, ich finde es unglaublich. Also wie der sich noch auf der Bühne bewegt, wie souverän der wirkt, wie er mit dem Publikum interagiert, wenn dann so eine Kutte auf die Bühne geschmissen wird, der dann einfach ein Autogramm gibt und das Ding dann wieder zielsicher zurückwirft. Richtig, richtig cool. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und das Schöne an Saxon ist, sie haben ja so unglaublich viele Hymnen. Also sie haben so viele Hymnen, so viele Songs, die Leute hören wollen. Ich meine, die haben ja schon angefangen hier mit Motorcycle Man als zweitem Song. Was ein geiles Teil. Ich mag den Song super, super gerne. Auch ein sehr geschätzter Song, den sie gespielt haben, den ich sehr, sehr gerne mag. The Band Played On. Großartig. Da muss ich mal dran denken, ich habe die Band damals sehr viel mit meinem Bruder gehört, der war ein großer Saxon-Fan. Mein jüngerer Bruder hatte die Saxon-Platten, haben wir zusammen viel gehört. Fand ich geil, muss ich mal wieder dran denken, auch wenn sowas läuft wie Heavy Metal Thunder. Großartiger Song. Und ja, dann, danach ging es, war es auch egal. Weißt du, dann hieß es noch, was wollt ihr hören? Strong Arm of Law hier, Crusader und so. Geil, also Crusader, richtig, dass das auch nicht das letzte war, das heißt schon was, ne? Dass so eine Hymne nicht der letzte Song ist, sondern dass man danach noch einen draufsetzen kann mit Denim and Leather, Wheels of Steel und natürlich muss es am Ende kommen, Princess of the Night, großartiger Song, großartiges Ding, da habe ich ja mal so richtig Party gemacht. Die Band ist einfach Liebe, Saxon ist einfach Liebe. Ich glaube, für mich auch persönlich an dem Tag, weil ich Saxon auch lange nicht mehr gesehen habe, ich glaube, ich habe die über 10 Jahre nicht mehr gesehen, locker, und sie haben nichts von ihrer Magie verloren, im Gegenteil, ich finde, sie haben sogar noch mehr gewonnen. Die werden über die Jahre, wie ein guter Wein, Saxon werden immer besser. ich mag es einfach. Ich finde die Band super. Hoffe, sie bleiben uns auch noch viele Jahre erhalten. Ja, auf jeden Fall super, super stark. Hatte ich viel Spaß gemacht. Und auch, um jetzt mal kurz noch, bevor wir zum Headliner kommen, mal die Spielzeiten zu nennen. Ich fand die Spielzeiten auch nicht schlecht. Also ging um 7 Uhr los, ein bisschen früher sogar, haben sie dann tatsächlich losgelegt. Dreiviertel Stunde ungefähr Spielzeit von Uriah Heep. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, fast so, weil das war dann irgendwie so, na, ich dachte, ich spiele noch 5 Minuten, nee, war dann auch Ende, weil sie ein bisschen früher angefangen hatten, war aber in Ordnung, da ging wie im Flug, das kam mir gar nicht vor wie eine Dreiviertelstunde. Und ich glaube, Saxon, die haben dann auch so 50, 55 Minuten so in der Richtung gespielt, auch eine sehr, sehr geile Leistung, sehr, sehr gut, sehr energetisch und wie gesagt, eine tolle Setlist, die wirklich vor allen Dingen auch das wiedergespiegelt hat, was die Leute hören wollten.
und jeweils unterbrochen von einer halben Stunde Umbaupause. Dementsprechend war es ungefähr 9:30, als dann Judas Priest auf die Bühne gekommen sind. Ich finde es ja witzig, eigentlich ist es bei jeder Band, die heute gespielt hat, nur noch ein einziges Gründungsmitglied am Start gewesen. Und das ist jetzt, ja, klar, bei Byford ist es bei Saxon, bei Judas Priest ist Ian Hill. Gott, vergessen ja viele, Rob Halford ist ja nicht mal der erste Sänger von Judas Priest. Aber trotzdem ist er synonym. Er ist synonym mit dieser Band und hat dann doch einfach eine krasse Präsenz. Man merkt allerdings, dass er kommt eher in die Jahre. Also hier merkt man das Alter, finde ich, schon irgendwo an. Im Vergleich zur letzten Show von vor 2 Jahren finde ich sogar, dass es noch ein bisschen mehr an Pausen eingebaut wurde, dass noch mal ein bisschen mehr dann irgendwann die Bremse reingehauen wurde, nochmal ein Gang zurückgeschaltet wurde. Wobei man sagen muss, das neue Album Invincible Shield ist schon sehr, sehr geil. Und da freut man sich auch auf die neuen Nummern. Ne? Sie haben da auch direkt losgelegt mit Panic Attack. Das war richtig geil. You've Got Another Thing Coming, auch großartig als zweiten Song direkt zu spielen. Ich mag das, also das ist auch ein richtig geiler Song. Dann ging es weiter mit Rapid Fire und dann Sword of Damocles. Ja, dann kam so ein bisschen die Phase, ne? Also dann kam so ein bisschen die Phase, wo ich das Gefühl hatte, auch so um mich herum, die Stimmung hat so ein bisschen abgenommen, ne? Ja gut, ich stand auch so mittendrin und rechte Seite relativ voll. Vielleicht so 60, 70 Meter, ja, also eher so 60 Meter von der Bühne weg. Boah, ich hatte das Gefühl, die Leute waren eher mit sich selber beschäftigt und einer als mit dem, also mit der Band. Das ist Song, die Love Bites. Ich meine, das haben sie so gut performt. Ich mochte auch diese Videografie, die sie im Hintergrund abgespielt haben, die Lichtshow. Mit dem Band-Symbol, was hoch und runter gefahren wurde, fand ich richtig cool. Also da die Show hat schon viel rausgerissen, aber so Songs halt wie Love Bites, Saints in Hell, Crown of Thorns. Ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt zu den Songs keine großen Vertrag mit. Hat auch das Gefühl, es ging den Leuten um mich herum genauso. Glaub ganz ehrlich, das war so eine Show, wo man sich gesagt hat, okay, wir müssen jetzt nicht nur die ganzen Hits abfeuern, wir haben auch mal so mittendrin vielleicht auch mal ein paar Perlen, die wir lange nicht mehr live gespielt haben oder die vielleicht teilweise schon viele Leute gar nicht mehr auf dem Schirm haben, was wirklich so für die Liebhaber ist, finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Allerdings muss ich sagen, ja, der ist bei mir dann immer so ein bisschen das Gefühl so, ja, Man kommt mal wieder etwas, wozu man Party machen kann. Eigentlich war es dann erst wieder so Richtung Gegenlied 9, so Turbo Lover. Ja, da hast du auch direkt wieder gemerkt. Kommt so ein Lied, singen alle mit. Geile Stimmung, es geht wieder richtig ab, richtig Feuer, richtig Luzi. Aber ja, Invincible Shield auch geiler Song, schön, dass sie den gespielt haben. Und dann noch wieder so ein Dreierpack, wo ich mir gedacht habe, so, ja, Sinner, you don't have to be old to be wise. Ah, ist ein guter Song, aber weiß ich nicht, live hat er jetzt bei mir nicht so gezogen. Und ja, The Green Man Alishi, ich weiß, der gehört halt dazu, ne? Der gehört dazu und ist nicht mein. Ich habe keinen großen Vertrag mit Fleetwood Mac und Cover davon, aber für Hardcore-Fans, glaube ich, war das eine super Show, was das so der Mitte angeht, das der zweite Akt. Für mich war der zweite Akt des Konzerts, die mittlere halbe Stunde so,
Ja, da gibt es andere Songs, die ich mir wünschen würde. Weiß allerdings auch, dass wahrscheinlich auch Songs danach ausgewählt werden, dass es manchmal so ein bisschen, wie gesagt, ein Gang rausgenommen werden kann, dass man sich auch vielleicht mal ein bisschen, auch gerade ein Rob Halford mal wieder ein bisschen die Stimme erholen kann und so weiter. Sei mir auf jeden Fall gegönnt. Ich meine, Gott, das will, der ist doppelt so alt wie ich und ich würde nicht so eine Show als Sänger hinbekommen, so anderthalb Stunden. Ich, mit meiner Band merke ich schon nach 50 Minuten und noch in einer Stunde so. Ich bin froh, dass es zu Ende ist. Ich brauche jetzt mal wieder irgendwie eine Pause. Von daher, no offense. Und vor allen Dingen dann nochmal so gegen Ende nochmal Painkiller rauszuhauen, was so richtig geil dargeboten wurde. Hut ab, richtig, richtig geil. Das Geile ist, es ist ja nicht Ende gewesen. Ne? Es ist ja nicht Ende mit Painkiller, dann geht es ja noch weiter. Dann kommt ja erst der Zugangblock. Das ist total absurd. Dann kommt Electric Eye, was auch brutalst abgefeiert wird. Und ey, da konntest du auch für mich keinen Halt mehr. Da muss ich auch mitsingen. Und dann nochmal schön mit Hellband for Lever, schön mit Motorrad auf die Bühne, was auch für viele dann überraschend war. Ich mach das häufiger. Cool, hat Spaß gemacht und ja, ich glaube, Living After Midnight ist auch ein großartiger Song, um dieses Konzert dann zu beenden. Hab nichts zu beanstanden. Im Großen und Ganzen, es war ein guter Start, es war ein sehr, sehr gutes Ende. Die Mitte war, glaube ich, für Liebhaber. Die war für Liebhaber, ich bin da, glaube ich, zu casual, muss ich ganz ehrlich, ich bin dann zu, ja, filthy casual, wenn es darum geht, Judas Priest zu enjoyen, zu genießen. Ich glaube ganz ehrlich, wenn ihr das jetzt guckt und denkt sich, der hat keine Ahnung, das war eine großartige Songauswahl. Hut ab, ich ziehe meinen Hut von euch. Ihr habt es verdient, ihr habt recht. Ich winde mich im Staub und habe nichts gesagt. Ich sag nur, für mich persönlich, Anfang geil, Ende geil, Mitte, naja. Aber gut, ist Geschmackssache. Ich glaube, das war vor 2 Jahren noch das Fazit von meinem letzten Judas Priest Konzert. Klar, da war nochmal der emotionale Punkt, den sie hat mit Glenn Tipton. Man weiß natürlich jetzt nicht, kann ja immer nicht mit dabei sein. Aber trotzdem, guter Auftakt für die Deutschland-Shows, wenn ihr unterwegs seid. Und schaut euch auf jeden Fall nochmal eine Show von Judas Priest an. Es lohnt sich, die Band ist gut drauf. Man kann Spaß mit denen haben. Stellt euch nur ein bisschen weiter vorne hin. Also, wenn ihr an irgendeiner Ecke steht, wo nicht so viel Party ist, dann habt ihr auch nicht so viel Spaß im Konzert. Sucht euch Leute, die auch Bock haben aufs Party. Das macht so ein Gig auf jeden Fall aus. Wie gesagt, freut euch auf den Anfang, freut euch auf den Ende und freut euch auf die. Guckt euch auch auf jeden Fall die großartigen Vorbands, in Anführungsstrichen Vorbands an. Ich würde so sagen, Co-Headliner, Uriah Heep und Saxon. Genial. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr habt auch eine bessere Akustik als in der Festhalle. Die Festhalle ist ja nicht bekannt für ihre gute Akustik. Ich glaube, da gibt es andere Locations in Deutschland, die da besser sind. Aber wie gesagt, schreibt ihr in die Kommentare, wenn ihr da wart, was ihr von dem Konzert haltet oder was ihr erwartet oder worum ihr nicht hingeht. Könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Zeigt dieses Video eurem lokalen Eisbären. Ich war Adrian von Todgau. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Auf Wiedersehen.